Guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Themenwoche mit Pastor Olaf Latzel. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist André Tövs. Ich bin einer der Pastoren dieser Ortsgemeinde hier in Köln-Ostheim. Und ich freue mich zunächst einmal euch, die ihr hier im Saal seid, ganz herzlich zu begrüßen. Aber auch natürlich euch alle, die ihr online dazugeschaltet seid. Insgesamt wird diese Themenwoche an 15 verschiedenen Übertragungsorten mitverfolgt, übertragen. Und an dieser Stelle möchte ich mal ganz besondere Grüße nach Bremen richten, in die St. Martini-Gemeinde. Auch ihr seid ein Übertragungsort. Und wir als Gemeinde in Köln-Ostheim fühlen uns auch besonders mit euch verbunden. Nicht nur durch unseren jährlichen Gebetstag, den wir ja gemeinsam als Gemeinden veranstalten. Wir sind euch auch unendlich dankbar, dass ihr euren Pastor für knapp eine Woche entbehrt, um bei uns in Köln hier das Evangelium zu verkündigen. Das schätzen wir sehr an euch in Bremen. Ja, auch das Internetradio Segenswelle ist mit an Bord in dieser Woche. Insofern begrüßen wir nicht nur alle Zuschauer, die zugeschaltet sind, sondern auch alle Zuhörer, die diese Abende im Radio verfolgen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Die Themenwoche steht unter dem Motto Lebensfragen. Lebensfragen sind so ganz grundlegende Fragen, die sich jeder Mensch irgendwann stellt. Und allein die Tatsache, dass sich der Mensch diese Fragen stellen kann, daraus ergibt sich ja eigentlich auch die Notwendigkeit, dass er sich diese Fragen stellen muss und dass er Antworten auf diese Fragen braucht. Heute Abend geht es um die Lebensfrage, wohin gehe ich nach dem Tod? Menschen beantworten diese Frage ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, einige Menschen scheuen sich auch vor dieser Frage. Einige Menschen gehen dieser Frage aus dem Weg. Ich habe heute noch gehört von einer Person, die heute Abend bewusst nicht dabei ist, weil sie Angst hat vor dem Tod und was danach kommt. Insofern finde ich es mutig, dass du heute dabei bist, dass du online dabei bist. Es ist eine wichtige Frage, eine Frage, zu der auch ein Stück weit Mut gehört. Was ist denn jetzt eigentlich nach dem Tod? Wir werden die Antwort aus der Bibel heute auch wieder von Pastor Olaf Latzel bekommen. Darauf freuen wir uns sehr. Ich würde aber gerne am Anfang dieser Veranstaltung auch ganz bewusst um den Segen Gottes bitten. Und darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du unser Schöpfer bist. Gestern haben wir gesehen aus deinem Wort, dass du der Begründer allen Lebens bist. Du hast alles aus dem Nichts geschaffen und damit auch uns, unser Leben. Du hast einen Plan mit unserem Leben und dieser Plan geht über den Tod hinaus. Herr, und deswegen möchten wir dich heute auch ganz bewusst darum bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Deine Gedanken nicht nur mit unserem Leben hier im Diesseits, sondern auch deine Gedanken mit dem, was danach kommt. Herr, unser Anliegen ist es, dass du uns heute ansprichst, dass du uns berührst, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, Herr, dass wir unsere eigenen Gedanken mal ein Stück weit beiseite legen können, die Sorgen, die uns auch vielleicht beschäftigen, und unser Herz öffnen für das, was du uns heute ganz persönlich sagen möchtest. Herr, ich möchte dich bitten für all die Zuschauer, die online dabei sind, für die Zuhörer im Radio, für jeden Besucher, der hier in Köln ist, dass du ihn ansprichst und dass wir alle mit einem ganz, ganz großen Gewinn aus diesem Abend gehen. In diesem Sinne bitten wir dich um deinen Segen. Amen. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Ja, auch heute haben wir wieder eine Band dabei. Darf ich euch bitten, mal nach vorne zu kommen. Die Musiker, unsere Nachwuchsband ist heute dran. Unsere Nachwuchsband hat den Namen To Heaven. Und ich weiß nicht, ob unser Musikleiter die ganz bewusst am heutigen Abend deswegen eingeplant hat. Denn To Heaven bedeutet zum Himmel. Und das ist ja eine mögliche Antwort auf die Frage, wohin gehe ich nach dem Tod? To Heaven. Würde mich freuen, dass du die Frage am Ende des Tages so beantworten kannst. Bitte. Du bist nur du, Herr. Du allein.
Ja, als nächstes möchte ich mal den Anthony Schopper auf die Bühne bitten. Anthony ist Mitglied unserer Kirchengemeinde hier in Köln-Ostheim und lebt mit Jesus, aber das war nicht immer so. Anthony, nimm uns mal in die Zeit rein, bevor du Jesus kennengelernt hast. Hast du dir die Frage, wohin gehe ich nach dem Tod, bewusst gestellt oder warst du eher auch einer von den Leuten, die diese Frage möglichst umschifft haben immer? Ja, ich glaube, ich war auch eher jemand, der die Frage umschifft hat. Ich bin halt ein bisschen kompliziert aufgewachsen, sage ich mal. Mein Vater ist Sinto, meine Mutter ist Deutsche. Und das ist ein sehr, sehr starker Unterschied, was die Kultur angeht. Und bei meinen deutschen Freunden war ich irgendwie immer der Sinto und kam nicht wirklich an. Und bei den Sinti war ich irgendwie immer der Deutsche. Und so bin ich in einem starken Spannungsfeld aufgewachsen. Und habe mich eigentlich die ganze Zeit danach gesucht, jemanden zu finden, der mich wirklich liebt. Der mich einfach liebt, so wie ich bin. Und nicht darauf achtet, wie ich aufgewachsen bin oder welcher Kultur ich folge. Und diese Leute fand ich aber irgendwie nicht. Und relativ früh in meinem Leben kam ich mit Pornografie in Kontakt und das hat mich irgendwie extrem stark ergriffen. Nachher war es dann so weit, dass meine Freunde mich zum Basketballspielen gerufen haben. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und in meinem Leben wurde es dadurch irgendwie immer dunkler. Und dann war es so weit, dass ich in die Oberstufe gekommen bin. Und in der Oberstufe habe ich eine junge Frau kennengelernt, meine heutige Frau, in die ich mich über Hals über Kopf verliebt habe. Und da war zum ersten Mal ein Mensch da, der mich einfach geliebt hat, weil ich so war, wie ich war. Und es hat mir so viel gegeben, es hat mir ja so viel Freude einfach gegeben. Und dann haben wir uns kennengelernt näher, wir sind zusammengekommen, wir haben dann auch angefangen zusammen zu leben, haben unsere erste Tochter gehabt. Aber diese alte Geschichte kam wieder zurück in mein Leben. Und ich habe meiner Frau viel Leid
angetan und schlimme Dinge getan. Und es wurde noch dunkler in meinem Leben irgendwie. Es war immer finsterer geworden. Und es ging so weit, dass es dann auch mit Drogen zu tun hatte und ich mich irgendwie mehr und mehr isoliert habe. Und ich wusste nicht mehr daraus. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und es ging auch alles so ein bisschen in die Richtung, dass ich darüber nachgedacht habe, ob das alles beendet werden sollte. Und ja, so war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Ich war in einer Sackgasse. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du Jesus kennengelernt hast? Ich hatte lange, lange Jahre schon einen guten Freund, einen sehr guten Freund. Wir haben uns nur selten gesehen, aber wir haben uns einfach total verstanden, weil er so aufgewachsen ist wie ich, mein Cousin. Und ich hatte gehört, dass er Christ geworden ist. Und weil ich ihn kannte und auch seine Vorgeschichten, er ist ähnlich aufgewachsen wie ich, habe ich gedacht, da muss was dran sein. Wenn der das macht, da muss irgendwas dran sein. Und dann kam es halt so, dass er nach Köln gezogen ist für ein ganzes Jahr und ich habe den gelöchert mit allen möglichen Fragen. Ja, warum Jesus? Und ich bin doch kein schlechter Mensch und Himmel und Hölle. Und viele Dinge konnte er mir beantworten, aber es waren noch viele Fragezeichen bei mir noch offen. Aber auf jeden Fall habe ich bei ihm eine Sache gesehen. Ich habe gemerkt, der steht im Licht und ich bin immer noch im Dunkeln. Und er hat was ich nicht selber mir irgendwie besorgen kann, was ich selber nicht schaffen kann zu erreichen. Aber er war für mich jemand, der im Licht stand. Und nach dem Jahr ist er weggezogen und ich war extrem traurig darüber, weil er die einzige Person in meinem Leben war, die irgendwie durch die Gemeinschaft mit ihm mir Hoffnung gegeben hat auf eine Veränderung. Auch wenn bei mir selber noch nichts passiert war. Und nach ein paar Monaten trafen wir uns wieder auf einer Beerdigung von einer gemeinsamen Tante. Und ich habe mich so gefreut, den zu sehen. Ich habe den umarmt und geweint. Ich war am Ende eigentlich. Ich war fix und fertig. Ich meine, wir waren verheiratet, ich hatte eine Tochter, aber mein Leben war völlig kaputt. Das wusste niemand. Ich wusste das. Und ich war offen für alles, was der mir erzählt. Und er drückt mir eine CD in die Hand und sagt, tu mir den Gefallen, bitte, da ist eine Predigt drauf, hör dir die mal an. Und ich habe noch nie eine Predigt vorher gehört. War vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben in der Kirche, aber ich habe keine Ahnung gehabt von nichts. Und auf jeden Fall auf der Rückfahrt ist plötzlich Stau auf der Autobahn. Und das Auto aus, wir stehen auf der Autobahn im Stau, mein Vater und ich. Und ich sage, ey, lass uns doch die CD reintun. Lass uns mal hören, was da drauf ist. Und wir fangen noch an zu lachen so ein bisschen über das Vorgeplänkel und so. Und mein Vater schläft ein. Und auf dieser CD sagt der Prediger ein paar Worte. Und das, was mir am allermeisten ins Herz gesprochen hat, war, dass er gesagt hat, es kam mal eine Frau zu mir nach einer Predigt und die sagte, mein ganzes Leben ist total finster. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der Prediger sagt zu ihr, Sie stehen mit dem Rücken zum Licht. Hinter Ihnen scheint das Licht und Sie haben sich davon abgewendet und gehen in Ihren eigenen Schatten. Jeden Schritt, den Sie tun, tun Sie in die Finsternis. Sie müssen sich abwenden von der Finsternis und hinwenden zum Licht. Abwenden vom Teufel und hinwenden zu Gott. Und ich kann Ihnen nicht beschreiben, was da passiert ist, aber in dem Moment habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott mich einfach umarmt. Und mir sagt, dass er da ist und dass er weiß, was in meinem Leben los ist. Und es vergingen ein paar Tage und mein Cousin hat mich angerufen und gefragt, ob ich die CD gehört habe. Und ich sage ja und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Und er hat sich so gefreut und hatte mich eingeladen zum Gottesdienst ein paar Tage später. Und in dem Gottesdienst hat der Pastor mich persönlich gefragt, das habe ich danach nie mehr erlebt. Er hat gesagt, darf ich dir was sagen? Ich glaube, Gott möchte dir was sagen. Ich sehe dich auf einer großen, breiten Straße und irgendwann gibt es ein riesengroßes Stoppschild. Und an dem musst du dich entscheiden, ob du dich abwendest von der Finsternis und hinwendest zum Licht. Und ich wusste, es kann kein Zufall sein. Mhm. Und an dem Abend habe ich dann Jesus mein Leben gegeben und habe Buße getan und Vergebung empfangen und ein neues Leben geschenkt bekommen. Ich muss da vielleicht auch noch mal ganz kurz mit rein. Was hat sich seitdem verändert in deinem Leben in aller Kürze? Das Größte, was ich erfahren habe an dem Abend, war Vergebung. All das, was ich getan hatte, was ich meiner Frau angetan hatte, das ist mir von den Schultern gefallen. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten und ich habe spürbar Vergebung empfangen. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meiner Frau als allererstes um Vergebung gebeten. Ich habe mich hingekniet, geweint und habe gesagt, Engel, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Bitte vergib mir. Und ich bin dann auch zu anderen Leuten gegangen, mit denen ich Streit hatte, mit denen Unfrieden war. Und ich wollte unbedingt Frieden schließen, weil ich wusste, ich habe Frieden mit Gott. Und das war eines der größten Dinge, die mein Leben gekommen ist. Frieden mit Gott und Frieden zu den Leuten, mit denen ich Kontakt hatte. Wow. Was bedeutet für dich Frieden mit Gott? Wohin geht es für dich nach dem Tod? Also ich muss sagen, je länger ich mit Jesus gehe, desto mehr sehne ich mich nach dem Himmel. Es gibt ja immer noch eine Welt um dich herum und du selbst hast ja auch deine eigenen Kämpfe noch und Nöte. Als Christ ist man ja nicht frei von irgendwelchen Angriffen. Und ich weiß heute, dass wenn ich sterbe, dass ich den sehen werde, der für mich bezahlt hat am Kreuz. Und das ist einer meiner größten Freuden. Ich freue mich darauf, ihn wirklich persönlich kennenzulernen, ihn zu sehen. Das heißt, du weißt,
nach dem Tod geht es für dich in den Himmel. 100%. Schön. Danke dir, Anthony. Mehr davon hören wir gleich in der Predigt, wie es dahin gehen kann. Aber vor der Predigt bitte ich die Musiker und Sänger auch nochmal auf die Bühne mit einem sehr, sehr passenden Lied. Es geht um die Ewigkeit, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Trägt auch genau diesen Namen, das heißt Ewigkeit, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so, ich denke, 12 Jahre alt gewesen bin, als ich das erste Mal über dieses Konzept von Ewigkeit nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet in eurem Leben, aber ich habe darüber angefangen nachzudenken und so, oh, warte mal, was bedeutet Ewigkeit? Ewigkeit heißt, es geht weiter und es geht weiter und es geht immer weiter, und das kennt man als Mensch gar nicht. Alles hat ein Ende, außer die Wurst hat zwei, das sagt man ja so. Aber das Leben, das soll niemals enden, das war für mich irgendwie so eine Vorstellung, die meinen Kopf gesprengt hat. Und irgendwie hat es mir Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen, bis ich dann irgendwann echt verstanden habe, warte mal, mit Jesus, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann ist diese Ewigkeitsperspektive das Größte und das Beste, was es überhaupt geben kann. Denn wir kennen alle diese Momente, wo wir sagen, so sollte es für immer bleiben. Jetzt diesen Moment würde ich gerne einfrieren. Und genau, das wird der Himmel sein, nur noch 10.000 Mal schöner als alles, was wir hier auf der Erde erleben. Und das ist die Ewigkeitsperspektive, die Jesus uns bietet. Und darum geht es in diesem Lied. Ihr dürft gerne bei diesem Lied mitsingen, wenn ihr das von Herzen mitsingen könnt. Ihr dürft aber auch gerne einfach zuhören. Aber lasst uns doch gemeinsam zu diesem Lied aufstehen. Lebe ich für das.
Vor der Predigt von Pastor Olaf Latzel möchte ich noch ganz bewusst für die Verkündigung beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hast. Das ist der Grund, warum wir immer wieder die Frage stellen, was nach dem Tod ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt Antworten gibst, deine Antworten aus deinem Wort. Bitte bevollmächtige du Pastor Olaf Latzel für die Verkündigung und öffne du unsere Herzen durch deinen Geist. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Eine spannende Frage, die wir heute Abend beantworten wollen. Wohin gehe ich nach dem Tod? Und möchte ich einfach mal so ein bisschen mit so in so einen Pfarreralltag hineinnehmen. Meine Sekretärin hat mir vor einigen Jahren Termin aufgeschrieben, sagt, oh, da hat die und die Frau aus der Gemeinde sich gemeldet, wünscht ein Gespräch mit dir, hat aber nicht dabei gesagt, worum es ging. Das ist immer ein bisschen spannend. Die Sekretärin hat den Termin gemacht, ich komme dann zum Gespräch hin, man weiß ja nicht, ist die Ehe irgendwie in Unordnung geraten, hat irgendeiner eine Krankheit, worum wird es gehen, ist es eine Glaubensfrage, aber das war jetzt ganz was anderes. Ich komme hin, Kaffeetisch ist gedeckt, aber so ein Haufen Bücher, Videos, alles Mögliche, alle handelten von Westkalifornien. Los Angeles, San Francisco, all die Ecke da. Und weil sie wusste, dass sie da schon ein paar Mal gewesen war, hat sie also mich angerufen, weil sie einen Urlaub plante. Da wollte sie 14 Tage hinfahren. Hatte sich seit einem halben Jahr schon intensivst beschäftigt mit all diesen Reisezielen, da Grand Canyon und was es da alles zu sehen gibt halt. Und jetzt wollte sie nochmal gucken, ob denn ihre Planung denn auch jetzt kompatibel sein. Da sollte jetzt der Pfarrer kommen und sollte da mal sein Plazet zugeben halt. Habe ich dann auch gemacht, mich eine gute Stunde mit der Frau unterhalten, die musste da gar nicht mehr hinfahren. Also die wusste besser Bescheid als ich, der schon ein paar Mal da gewesen war. Also die war richtig im Thema drin und hatte ihre 14 Tage dort geplant. Als wir das dann so ein Stück weit beendet hatten, war ich so frech, dass ich ihr die Frage gestellt habe, gesagt, nun also, da haben Sie sich ja richtig vorbereitet auf diese 14 Tage Urlaub. Wissen Sie denn, was passiert, wenn Sie eines Tages sterben und wo Sie da hingehen? Und da war die große Nulllinie, obwohl die Gemeindeglied bei uns ist, wir sind ja Landeskirche, aber diese Frage hatte sie sich noch nicht gestellt. Da hatte sie keine Antwort drauf. Wohin gehe ich nach dem Tod? Was passiert, wenn ich sterbe? Das gibt es sehr häufig, dass Leute keine belastbare Antwort haben. Und dann gibt es andere Sachen, denen begegnest du als Pfarrer, als Pastor. Da stellen sich bitte die Haare zu Berge, intelligente Menschen. Also ich habe das Vorrecht, dass ich eine ganze Menge Leute kenne, die richtig was am Kasten haben. Also zwei, jetzt habe ich mit einem, der hat den dritten Doktortitel gemacht. Da musst du ja immer in unterschiedlichen Fächern promovieren, schlaue Leute. Und wenn du mit denen zum Teil sprichst, wenn sie nicht wiedergeboren sind, was die dir erzählen als denkende Menschen, das ist schon Wahnsinn. Also eine Antwort ist dann, ja, wir gehen doch dann ins Fegefeuer. Und im Fegefeuer werden wir doch dann für alles, was wir falsch gemacht haben, dann gequält, bis wir das so ein Stück weit abgearbeitet haben. Dann kommt immer so der Nachsatz, steht doch in der Bibel. Da sage ich, oh, in meiner Bibel nicht. Also das, was du hier erzählst, also das steht hier nirgendwo drin, das ist Buddhismus, was du erzählst, aber das hat nichts mit Christentum zu tun halt. Andere Antwort, die man immer wieder findet, auch so ein bisschen von volkskirchlich angehauchten Leuten, ja, wenn ich sterbe, dann geht mein Körper in den Grab, das zerfällt alles. Und meine Seele, die geht zu Gott. Ich sage, wo ist das? Hey, aus der Bibel, das steht doch in der Bibel. Ja, aber auch nicht in meiner Bibel halt. Also das ist Neuplatonismus, das ist eine hellenistische Vorstellung halt, aber die hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel sagt, die da von einem Leib- und Seele-Identität spricht. Hier könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 15, also das ist es auch nicht. Und wir sind ja hier in Köln, ich hatte früher viel mit Kölnern zu tun, mit Rheinländern zu tun, bei mir auf der Schule, ich war auf so einem Internat, da waren viele Rheinländer halt, nicht? Die sind ja vom Karneval angehaucht, das ist ja so die Zivilreligion hier im Rheinland, entschuldigt, wenn ich euch das so unterstelle halt, aber da wird viel Wissen dann so aus Büttenreden und aus Karnevalsschlagern genommen. Und da gibt es so eine klassische Sache, dass dann gesagt wird, ja, wenn man stirbt, da steht man vom Himmelstor. Und da steht dann der Petrus
und er entscheidet dann, er macht diesen hier oder jenen und dann kann man reingehen, ewiges Leben oder man muss in die Hölle gehen. Ich sage, wo steht das? Ja, weiß ich nicht, aber zumindest wird es immer wie in den Büttenreden gesagt und in den Karnevalsschlagern. Da sage ich, Mensch, zu so einer wichtigen Frage, da kommst du mit so einer Antwort. Wie gesagt, denkende Menschen. Also ist natürlich weder das eine noch das andere, kein Fegefeuer, nicht irgendwie Petrus, der zu entscheiden hätte und auch nicht irgendwelche platonischen Seelenwanderungen. Es ist anders und ich will uns heute diese Frage beantworten, was denn passiert, wenn wir sterben? Und dazu habe ich uns einen Zentraltext aus der Bibel mitgebracht. Ein Text, den ich schon sehr, sehr häufig bei Beerdigungen gelesen habe. Und zwar genau dann, wenn der Sarg runtergeht. Ich habe jetzt über 1000 Beerdigungen in meinem Leben gemacht halt. Und nicht immer ist das einfach und manchmal ist das schwierig, wenn die Leute nicht wiedergeboren sind halt. Aber dieses Wort nochmal, denen dann so in Erinnerung zu rufen, da, die da sind, oder vielleicht das erste Mal zu sagen, dass die, die noch leben, hören, was passiert denn, wenn sie an der Reihe sind? Und diesen Text habe ich euch und uns heute Abend auch mitgebracht. Ganz wichtige 6 Verse aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel. Da wollen wir hören auf die Verse 24 bis 29. Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, das wollen wir uns schon mal merken, der hat Präsenz, also Gegenwartsform, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, der Text ist annähernd 2000 Jahre alt, was Jesus hier gesprochen hat. Also die Stunde ist schon jetzt, was Jesus damals gesagt hat. Dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und dann fährt Jesus weiter fort. Wundert euch darüber nicht, kommen wir gleich beim zweiten Punkt der Predigt zu, da werden wir uns ein bisschen wundern. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, heißt es hier, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Amen. Bevor ich jetzt diesen Text auslege und die Frage beantworte, wohin gehe ich nach dem Tod, möchte ich auch nochmal beten, damit der Herr wirklich uns Gnade und Segen schenkt. Vor allen Dingen denjenigen, die diese Frage noch nicht beantworten können. Diejenigen, die noch nicht sagen können, wenn ich sterbe, gehe ich zu Jesus. Die das noch nicht sagen können, die sind heute Abend ganz besonders gemeint mit dieser Predigt. Und für sie wollen wir um besondere Gnade und Segen bitten. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend in deinem Haus und an den unterschiedlichen Orten mit dieser wichtigen Frage beschäftigen dürfen und können, wohin wir denn gehen, wenn wir sterben. Und wir wollen dir Dank sagen für die Perspektive, die du uns, die wir dir gehören, die wir dir nachfolgen, geschenkt hast in der Auferstehung, dass wir wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben. Wir wollen dich aber insbesondere bitten für diejenigen, die jetzt dieser Predigt zuhören, die dir noch nicht gehören, die dir noch nicht nachfolgen, dass du sie ansprichst in ihrer Situation und dass sie deine Einladung, aber auch deine Mahnung in dieser Predigt vernehmen, auf dass sie auch zu Nachfolgern von dir werden. Und dass das geschieht, dass das gelingt, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Wo gehe ich denn nun hin nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Nun, das ist keine eindeutige Antwort, sondern die muss man dreifach geben, diese Antwort. Denn das sagt der Text. Es gibt einen dreifachen Ausgang. Es ist nicht uniform, was die Menschen erleben, sondern das ist unterschiedlich und das hängt an der Stellung zu Jesus Christus. Das Erste, und ich will von diesen drei Ausgängen sprechen, ist, wir bekommen das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Das ist das, wenn wir in dieser Welt an Jesus glauben. Zweite mögliche Ausgang, was passiert, wenn man stirbt, ist das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und das Dritte ist die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Weil ich über dieses Thema schon häufiger gesprochen habe, schicke ich noch eine Sache voraus, die muss man wissen. Dass es in der Bibel 2 Auferstehungen gibt. Eine erste Auferstehung, eine zweite Auferstehung. Heilig und selig sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Aber es gibt noch eine zweite Auferstehung, die am Ende aller Zeiten. Es gibt auch 2 Gerichte in der Bibel. Es gibt einmal das Gnaden- und Barmherzigkeitsgericht. Das ist vor 2000 Jahren passiert auf Golgatha. Und es gibt eines Tages das Zornesgericht am Ende aller Zeiten. Es gibt auch 2 Tode. Es gibt den biologischen Tod, dass wenn dieses Leben hier zu Ende ist. Und es gibt einen ewigen Tod. Es
gibt auch zwei Geburten. Es gibt die biologische Geburt und es gibt die geistliche Geburt. Ich sage das mal vorweggeschossen, weil man muss da immer wieder gucken, wenn man eine Bibel liest, was ist denn gemeint, wenn die Bibel von Auferstehung spricht, wenn sie von Gericht spricht, wenn sie von Tod spricht. Das ist ganz wichtig. Nur das nochmal vorweg, weil das dann manches gerade für diejenigen, die nicht in der Bibel so stark zu Hause sind, wichtig ist. Also, wir fangen an mit dem ersten Ausgang und ist heute mal die gute Botschaft vorweg. Meistens in Predigten so, erst macht man so alles schwieriger und dann kommt so im letzten Punkt das Happy End. Heute fangen wir mal mit dem Happy End an halt, nicht? So das richtig, richtig Gute halt. Was gibt es, wenn wir sterben? Das ewige Leben unmittelbar postmortal. Ich lese nochmal diese Bibelstelle, Johannes 5, 24 und 25. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Das ist das Wunderbare. Wenn du an Jesus Christus glaubst, so wie er sich dir hier im Wort Gottes offenbart, dann hast du ewiges Leben. Da mag deine Nachfolge so jämmerlich sein, wie sie ist halt nicht. Und da magst du auch nicht die großen Dinge reißen im Reich Gottes. Aber wenn du Jesus glaubst, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, hast du ewiges Leben. Punkt. Da musst du keine Kirchensteuer mehr bezahlen, der Gemeinde nicht den Zehnten geben halt. Das sind alle freiwillige Leistungen, kannst du mal. Aber das ist nicht abhängig davon oder Voraussetzung, dass du, nein, nur an Jesus Christus glauben und dann hast du ewiges Leben. Totenreich und Hölle haben mit deinem Leben nichts mehr zu tun. Übrigens zwei unterschiedliche Orte auch, Totenreich und Hölle. Nichts mehr, sondern wenn dein Herz aufhört zu schlagen, ob mit 50, ob mit 70, ob mit 90 und du bei Jesus bist, dann gehst du von dieser Welt sofort in die Ewigkeit. Da gibt es keine Zwischenaufenthaltsräume mehr, schon gar kein Fegefeuer und für uns natürlich auch gar kein Totenreich. Da kommen wir gleich im zweiten und dritten Punkt. Haben wir nichts mit zu tun, wenn wir Jesus haben. Sondern wir gehen aus dieser buckligen, gefallenen und furchtbaren Welt sofort in die Herrlichkeit. Das ist fantastisch. Der Schächer am Kreuz, also dieser Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wird, der ist im Todeskampf und auf letzter Rille seines Lebens checkt er, ich brauche Jesus. Und dann sagt er, bitte, denke du an mich, wenn du beim Vater bist, wenn du beim Paradies bist. Und dann sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sofort. Da ist kein Zwischenraum. Sagt Jesus ja auch, der hat das ewige Leben. Das heißt, er spricht ja zu Leuten auch, die noch leben. An anderer Stelle sagt er mal zu seinen Jüngern halt nicht, hier stehen einige, die werden den Tod nicht schmecken. Ja, den biologischen Tod schon. Ich sagte ja, die Bibel kennt zwei Tode, aber nicht den ewigen Tod. Werdet ihr nicht schmecken. Wenn man diese Bibelstelle aus Matthäus 16 falsch versteht, wenn Jesus sagt, einige werden den Tod nicht schmecken, dann denken die, hau, das ist so die Parousieverzögerung, also Wiederkunft Jesu, da hat er sich vertan und Jesus hat eigentlich gesagt noch, ja quasi zu ihren Lebzeiten kommt er wieder, Quatsch. Der hat davon gesprochen, dass es der ewige Tod ist und den werden die, die da stehen, nicht schmecken. Ich werde den Tod auch nicht schmecken, ja, den biologischen Tod irgendwann, so Jesus nicht vorher wiederkommt, klar, und mich entrückt mit euch zusammen, aber wenn ich sterbe, dann ist es nur der biologische Tod, nicht der ewige Tod, weil ich ja wiedergeboren bin, weil ich den Heiligen Geist habe. Da, wo ich herkomme aus dem Siegerland, da hatten die alten Brüder immer so einen Satz, so einen Standardsatz. Ich habe den hunderte Mal gehört als Jugendlicher, halt, bis ich ihn endlich auch angenommen hatte. Halt nicht. Da wurde immer gesagt, wer nur einmal geboren ist, der muss zweimal sterben. Wer aber zweimal geboren ist, der muss nur einmal sterben. Heißt, wenn du nur einmal geboren bist, also nur die biologische Geburt deiner Mutter erlebt hast, musst du zweimal sterben. Erst biologischen Tod und dann irgendwann den geistlichen Tod, dann geht es ab in die Hölle. Punkt. Hast du aber zwei Geburten erlebt, biologische Geburt und dann die geistliche Wiedergeburt, dann musst du nur einmal sterben. Nur den biologischen Tod hast dann sofort ewiges Leben. Und das ist das Wunderbare, was wir wissen dürfen. Wenn wir zu Christus gehören, haben wir ewiges Leben. Jetzt schon. Ich weiß das. Ich habe dieses wunderbare Zeugnis gehört. Wenn zur Schlussfrage war, ja, und bist du ja sicher? Ja klar, hundertprozentig sicher, dass ich zu Jesus gehe. Genauso, hundertprozentig sicher. Und das ist super, was uns da erwartet.
das ist so super, dass ich es mit Worten nicht beschreiben kann. Nicht, weil ich jetzt rhetorisch minderbemittelt wäre. Ich bin jetzt natürlich auch nicht der große Rhetoriker, gar kein Thema, aber keiner kann das. Die Bibel sagt einmal, das, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wenn man dann das liest, beiden letzten Kapitel in der Bibel und viele andere Stellen, wie die das beschreibt, wie das werden wird, was wir da erleben. Das ist unfassbar fantastisch. Ihr seht ja, ich habe hier so ein Glas Wasser, mit dem ich mich so während der Rede erfrischen kann. Ich gebrauche immer wieder so ein Glas Wasser bei meinen Konfirmanden, um denen deutlich zu machen, wie großartig und fantastisch das ist, was ewiges Leben ist. Wenn wir dann über dieses Thema sprechen, Ewigkeit und Herrlichkeit bei Jesus im himmlischen Jerusalem sein, dann kriegen die alle auf ihren Platz so ein Glas Wasser gestellt. Das ist aber nicht so halb voll wie jetzt, sondern ist nur ein Tropfen Wasser drin. So, und dann nehmen die dieses Glas Wasser, sage ich dann, haltet das mal alle hoch und guckt euch das an. Dann sehen die diesen einen Tropfen Wasser drin. Und sage ich, passt mal auf, ich mache jetzt mal einen Vergleich für euch. Dieser eine Tropfen Wasser drin, das ist das beste Leben, was ihr euch vorstellen könnt. Hier auf Erden, 95 Jahre bei bester Gesundheit, tolle Ehefrau, tollen Ehemann, gesunde Kinder und Enkelkinder, viel Erfolg im Beruf, kerngesund, alles nur super. Das ist das, dieser eine Tropfen. Jetzt sage ich euch was, wie das ewige Leben bei Gott sein wird. Im Vergleich zu diesem Wassertropfen ist das mehr als alles Wasser im Atlantik und Pazifik zusammen. Und selbst dieser Vergleich hinkt. Das, was wir erleben werden in der Gemeinschaft mit Gott, übersteigt alles. Und glaubt mir bitte, eines Tages, wenn wir uns in der Ewigkeit wiedersehen, da werdet ihr nicht zu mir kommen und sagen, Olli, also damals in Köln, Ende März 2023, da hast du aber ganz schön auf den Busch geklopft, das war doch ein bisschen hochgegriffen. Also hier ist schon fantastisch, aber so dolle ist es nicht. Da werdet ihr sagen, selbst dieser großartige Vergleich, den du gebracht hast, ist immer noch viel zu mickrig gegen das, was hier das ja ist. In der Gemeinschaft mit Gott. Wir werden dann übrigens nur noch Halleluja singen. Die ganze Zeit nur noch voller Lobpreis. Wir sind einfach nur noch erfüllt von Glück. Die Bibel sagt, es gibt kein Leid, kein Geschrei, nichts mehr. Es ist alles nur noch fantastisch. Stell dich das so vor hier, wirklich Fußball-Weltmeisterschaft, ihr wisst das, wenn dann einer so einen Pokal kriegt, hat man jetzt nicht so. Und der Moment, wo der Kapitän der Siegermannschaft das Ding hochreißt und dann schreit und alles Glück der Welt. So ist permanent alles und noch viel, viel mehr in der Ewigkeit. Sterben ist unser Gewinn, sagt der Apostel Paulus. Sagt die Bibel, Sterben ist unser Gewinn. Wisst ihr, da bin ich immer so enttäuscht, wenn du Christen begleitest in der Sterbephase halt nicht. Und die zittern und die haben Angst, weil sie kleben an den paar Jährchen, obwohl da sind sie 95, sind im Altersheim, können sowieso nichts mehr, ist eh kein lebenswertes Leben. Aber haben nicht vor Augen, was eigentlich kommt. Wisst ihr, ich habe ein Bombenleben, mir geht's richtig gut. Hab eine ganze Menge Geld, haben gestern festgestellt, ich habe viel mehr Geld als Heinrich halt so. Also, was du hier, Scherz, der hat natürlich mehr als ich, nein. Tolle Frau. Bin gesund, wirklich gutes Leben, aber das ist nichts gegen das, was mich erwartet. So, und wenn ich jetzt gleich fertig bin mit der Predigt und pass nicht auf und tollpatsche hier runter, schlag mit dem Kopf auf, Schädel, Basisbruch, ihr versucht noch zu reanimieren, ist nichts mehr, müsst ihr gucken, wer morgen die Verkündigung macht, aber da braucht hier keiner zu trauern um Olaf Latzel, Halleluja, da habe ich es gepackt, da bin ich daheim, kann ich endlich das sehen, wovon ich immer predigen durfte halt nicht, das ist was, das ist einfach richtig stark, das zu haben, Perspektive, ewiges Leben halt, das ist so grausam, wenn du das nicht hast. Hab knapp zehn Jahre Notfallseelsorge gemacht. Da hast du Leute begleitet in den schwersten Phasen ihres Lebens. Hast den Todesnachrichten überbracht, eben wenn ihre Kinder gestorben sind, halt, wenn der Ehemann in die Maschine gekommen ist, von dem nichts übrig geblieben ist, wenn der Unfall gewesen ist mit all den Dingen, halt, der Vater gestorben ist halt und die Kinder jetzt als Halbwaisen aufwachsen. Und hast du was gemerkt, wo der Glaube an Jesus Christus zu Hause ist, die auch geweint haben, das war furchtbar. Aber wo du nach 10 Minuten die Hände falten konntest und hast du eine Hoffnung gehabt, Perspektive, selbst im Sterben. Und ich habe das erlebt und habe Todesnachrichten überbracht von Leuten, die Jesus nicht hatten und die dann damit fertig werden mussten und es nicht wurden. Und ich habe Leute beerdigt, die so einen schweren Unfall hatten. Und 14 Tage später habe ich die Ehefrau beerdigt. Und zwar nicht, weil sie aus Kummer gestorben ist, sondern weil sie sich aufgehangen hat. Weil sie sich erschossen haben, weil sie damit nicht fertig werden konnten, weil keine Hoffnung da war. Gott sei Dank haben wir Hoffnung, weil wir Jesus haben, ewiges Leben. Das haben wir. Und das kann ich euch garantieren. Ich sagte eben, ich habe hier Notfallseelsorge gemacht, habe ich im Siegerland gemacht.
Da hatten wir eine große Berufsfeuerwehr, über 200 Mann. Der Leiter der Berufsfeuerwehr, Matthias Evers, dem war ich formal unterstellt, war der Fachberater, Seelsorger und alles halt. Und da gab es dann immer Ernennungen und Urkunden und Auszeichnungen, alles. Und der war nicht gläubig, dem habe ich immer wieder von Jesus erzählt. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, ja, du, wenn ich dir irgendwie eine Zusatzaufgabe gebe oder dir eine Auszeichnung, dann kann ich dir das ja geben, dann gebe ich dir eine Urkunde. Und du quatschst immer vom ewigen Leben. Kannst du mir das eigentlich belegen? Ich sage, Matthias, überhaupt gar kein Problem. Habe ich dem eine Urkunde aufgesetzt? Habe ich dem hier dieses Wort draufgeschrieben? Johannes 5, was ich euch gerade vorgelesen habe, und Johannes 11, nicht Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nicht mehr sterben. Bums. Und dann habe ich ihm draufgeschrieben, ich, Olaf Latzel, als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Truppach-Seelbach, garantiere dir, Matthias Evers, hiermit, dass, wenn du an Jesus Christus glaubst, du ewiges Leben hast. Punkt. Siegel drunter geknallt, Unterschrift drunter gemacht. So. Hat er genommen, bei sich ins Büro gehangen. 2 Wochen später ruft mich ein Berufskollege, auch Pfarrer, an und sagt, Herr Latzel, ich müsste Ihnen da mal was sagen, das haben Sie nicht ganz in Ordnung gemacht, weil ich habe das gesiegelt. Siegelt hast du, dann stellst du eine Urkunde, die gerichtsverbindlich ist halt. Ne? Das ist so eine Sache, da wird tatsächlich was, also eine Taufe, eine Trauung oder was habt, da kriegt er eine Urkunde drüber von der Kirchengemeinde und die wird gesiegelt. Das ist dann richtig gerichtsverbindlich. So, der rief dann, das dürfen Sie nicht machen. Ich sage, was denn? Das, was Sie da gesiegelt haben, Sie können doch da keine Garantie als Kirchengemeinde für übernehmen, dass der ewiges Leben kriegt, wenn er an Jesus. Ich sage, wenn ich das nicht siegeln kann, da bin ich hier falsch am Platze. Dafür bin ich da. Das weiß ich erstens und zweitens, dafür hat mich Jesus Christus autorisiert. Jetzt mich nicht alleine, sondern die Pastoren dieser Gemeinde, ist jeder Diener, zu sagen, um das den Leuten zu sagen. So, und wenn einer Spaß daran hat, dass ich ihm das schriftlich gebe, mache ich das gerne. Heute sage ich es euch mündlich. Wenn aber einer von euch irgendwie eine Urkunde braucht, dem schreibe ich das gerne auf. Jetzt knalle ich nicht mehr das Siegel der Gemeinde Truppach-Seelbach drauf, knalle ich gerne das Siegel unserer Kirchengemeinde drauf. Aber nicht, weil ich ein Siegel drauf mache, stimmt, sondern weil das hier drin steht. Der hat das ewige Leben. Da könnt ihr euch freuen. Das ist das Wunderbare. Das ist die gute Botschaft für alle, die im Glauben sind. Halleluja, super, egal was passiert. Egal, was dein Kummer ist. Ob es in der Schule nicht so läuft, ob es in der Ehe problematisch ist, ob es gesundheitlich ein bisschen zwickt und zwackt. Ey, alles kein Problem. Wirklich nicht. Wird alles gut, verlass dich drauf, weil du ja ewiges Leben hast. Da können wir uns drauf freuen. Nochmal, sterben ist unser Gewinn. Das ist der erste Ausgang. Aber der ist nur für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Aber Gott möchte, dass die ihn alle nehmen. Deshalb ist diese Welt auch noch nicht zu Ende gegangen. Und deshalb machen wir auch diesen Abend, damit möglichst, wenn heute Abend alle hier aus dem Gebäude rausgehen, alle, die hier sind und auch den Orten, wo wir übertragen, alle die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wir geben heute die Möglichkeit nochmal, dass wirklich das auch macht. Am Ende werde ich erklären nochmal, wie das funktioniert, dass ihr alle bei dieser ersten Gruppe dabei seid. Weil die nächsten beiden Gruppen, das ist ganz großer Mist. Das taucht nichts, wie die Ausgänge da sind. Und da komme ich jetzt dazu, wie die anderen beiden Ausgänge sind. Der zweite Ausgang, der möglich ist, wie es die Schrift sagt, das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und da sagt Jesus, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Wenn hier steht, wundert mich euch nicht, dann muss ich als guter Reformierter, treuer reformierter Pastor sagen, ja, das geht eigentlich gegen so die Rechtfertigungslehre. Ewiges Leben nur aus Glauben. Aber hier wird gesagt in der Bibel und auch an anderen Stellen, es gibt noch einen zweiten Weg, und zwar nach Totenreich, in das wir als Christen ja reich kommen, und nach Gericht. Da kann man überlegen, wer ist denn da drin? Und da gibt, wenn man die Bibel als Ganzes sieht, die Bibel eine Antwort. Matthäus 25 heißt es beim Endgericht, im Weltgericht, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, er scheidet dann ja die Menschen, und geht ins ewige Leben. Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt im Gefängnis besucht, als ich verhaftet war, ihr habt mich gekleidet, als ich nichts anzuziehen hatte. Und dann sagen die, hä, wann haben wir das denn gemacht? Und dann sagt Jesus, denn die kannten Jesus gar nicht zu Lebzeiten, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das reicht dann im Gericht nach Totenreich, dass Jesus die durchwinkt. Wird auch in Offenbarung beschrieben, halt Offenbarung 20 und 21, wie dann das Gericht nach Werken gehalten wird. Aber das wird aus dem Zusammenhang klar, dass es nicht für die Menschen, die Jesus in ihrem Leben kennengelernt haben. Also ihr, die heute Abend hier seid und Jesus nicht kennt, ihr könnt darauf nicht mehr hoffen. Entweder ihr sagt Ja zu Jesus oder ihr lehnt ihn ab. Und dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben, da komme ich gleich im dritten noch dazu. Aber diese Möglichkeit,
die eröffnet Jesus eben auch. Das muss man sagen. Wundert euch darüber nicht. Ich vermute, das wird nur eine kleine Zahl sein. Aber auch da werden noch Menschen gerettet. Es gibt noch so zwei andere Wege, wo Menschen gerettet werden, obwohl sie nicht ein direktes Ja zu Jesus haben. Das ist ganz interessant. Und zwar einmal sagt Jesus das über die geistig Behinderten. Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich Gottes. Also das, was ich nur durch den Glauben bekomme, wird den geistig Armen zugesprochen. Es gibt ja Menschen, die werden 30, 40 Jahre alt, aber liegen verkrümmt, spastisch im Bett, können den eigenen Namen nicht sprechen, haben gar nichts, einfach vermeintlich, weltlich nur ein Stück Fleisch. Das ist übrigens sehr schwer für Eltern. Ein Kind bekommst, und das ist schwerst behindert halt, ist nie in der Lage, sich zu artikulieren, du hast gar keinen Austausch, da ist nur ein Herz, was schlägt halt, aber kein Gehirn, was richtig funktioniert. Aber diese Menschen sind zu beglückwünschen. Sagt Jesus, selig sind sie, zu beglückwünschen. Ihrer ist das Himmelreich Gottes. Die hat Jesus in einer besonderen Weise gerne. Und es ist immer wieder auch spannend, wenn man diese Menschen taufen kann halt. Ich frage halt nicht, die können ja gar nicht Ja zu Jesus sagen. Ich taufe die vor ganzer Begeisterung halt nicht, weil die ja zu Jesus gehören halt. Und Jesus sagt das an anderer Stelle über die kleinen Kinder. Pfarrer ist ein Bombenjob. Wirklich super. Du kannst die beste Botschaft der Welt verkündigen. Aber es gibt so ein paar Situationen, da wird es schwierig. Wenn du zum Beispiel so ein dreijähriges Kind beerdigen musst. Wenn du einen Säugling beerdigen musst, auf den die Eltern sich gefreut haben. 6 Monate ist er alt geworden. Dann plötzlicher Kindstod. Und dann kommst du in den Friedhof rein, in die Friedhofshalle. Und dann ist alles voll. Da ist der ganze Kindergarten da, die ganze Schule, alle und sind nur voller Trauer. Dieses kleine Kind, dieses unendliche Leid. Aber Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihr nicht, ihrer ist das Himmelreich Gottes. Aber das sind Dinge, die können wir nicht entscheiden. Da können wir nicht sagen, was ist, aber wir können dann bei so einer Beerdigung trostreich sagen halt, hey, dieses Kind, was gestorben ist, ist beim Heiland. Das ist was ganz Großartiges. Perspektive angesichts des Todes zu haben, das ist stark. Das ist stark. Aber nochmal, wir können, ihr, die ihr heute da seid, nicht auf diesen Ausgang hoffen. Man muss es jetzt nur der Wahrheit als Ganzes sagen. Es gibt noch einen zweiten Ausgang nach dem Totenreich und Gericht Jesu. Totenreich, nochmal, ist nicht dasselbe wie die Hölle. Totenreich ist ein furchtbarer Ort. Da will keiner von uns hin. Ganz große Katastrophe. Die Sheol, ganz schlimmer Ort, ganz schlimm. Da, wo die, die ohne Jesus sterben, reinkommen, bis Jesus wiederkommt. Aber das ist Kindergeburtstag gegen die Hölle. Die Bibel erzählt, dass am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, das Totenreich leer gemacht wird. Alle kommen raus, müssen vors Gericht. Und dann wird das Totenreich in die Hölle geworfen, wird da vernichtet. Übrigens, in die Hölle wird auch der Teufel reingeschmissen. Leute denken immer fälschlicherweise, weil sie sowas, ich keine Ahnung von der Bibel haben, die Hölle wäre der Ort, wo der Teufel der Chef wäre. Die haben dann so buddhistische Vorstellungen, so Yin und Yang, nicht? So gut gegen böse, so wie bei Star Wars halt. Es gibt die dunkle Macht und es gibt nur eine Macht, nur Jesus. Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Am Ende der Zeiten wird er genommen und in die Hölle geworfen und wird gequält von Gott für alle Zeiten. Aber der Teufel, der im Todeskampf liegt, der schon weiß, was passiert, der will noch möglichst viele mit sich ziehen. Und er will, dass möglichst viele nach Totenreich mit ihm in die ewige Verdammnis kommen. Und da kommen wir jetzt im Dritten hin. Was ist der dritte Ausgang? Die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Und da geht die Masse der Welt drauf zu, auf diesen Ausgang. Die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Da sagt Jesus hier, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Und mithin das Böseste, was man machen kann, auch wenn das ja so aus irdischem Gesichtspunkt nicht das Böse ist, halt zu sagen, Jesus abzulehnen. Gottlosigkeit und zu sagen, nein, ich akzeptiere nicht, dass du der lebendige Gott bist, ist mithin das Böseste, was du machen kannst. Und wenn du das tust, wirst du eines Tages ins Totenreich kommen und dann, wenn Jesus wiederkommt, wirst du vor das Gericht gestellt werden und dann wirst du in die Hölle geworfen werden. Es gibt 2 Gerichte, habe ich eben gesagt. Es gibt das Barmherzigkeitsgericht auf Golgatha. Und da begegnet dir Jesus Christus als dein Anwalt. Da kannst du kommen mit allem, was du getan hast. Spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst gemordet haben, du kannst gestohlen haben, du kannst die Ehe gebrochen haben. Ob du es nun in Aktu getan hast oder in Gedanken, spielt alles keine Rolle. Wenn du mit einem bußfertigen Herzen unter das Kreuz kommst, kriegst du alles getilgt. Alles ist in Ordnung. Aber wehe, du kommst ins zweite Gericht. Du kannst hier auf dieser Welt das anständigste Leben geführt haben. Du kannst der beste Nachbar, der beste Vater gewesen sein. Du kannst treu und brav deine Kirchensteuer bezahlt haben. Wenn du nicht an Jesus Christus geglaubt hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und der Zorn Gottes wird über dir bleiben. Da wird es nicht so sein, dass Jesus sagen wird, tut mir so ein bisschen leid.
sondern da wirst du im und unter dem Zorn geworfen werden in die Hölle. Da sagen die Leute, Pastor Latzel, wie können Sie denn so reden? Zorn Gottes, das passt aber überhaupt nicht in mein Bild von Gott, das ich habe. Das ist doch der liebe Gott, die Bezeichnung der liebe Gott finde ich nirgendwo in der Bibel. Gott ist die Liebe, da steht er, aber der liebe Gott nicht. Aber dass Gott ein zorniger Gott ist, dass er immer wieder in Zorn entbrennt, das zeigt die Bibel immer wieder. Lest im Alten Testament und im Neuen Testament. Johannes 3,31 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und er bleibt über ihm in aller Ewigkeit. Das ist so unfassbar furchtbar, was das bedeutet. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Dass Gottes Zorn für alle Ewigkeit bleibt. Und wir machen die Veranstaltung hier nicht, damit die Gemeinde ein bisschen voller wird oder weil ich nichts anderes zu tun hätte. Ich habe genug zu tun in Bremen, aber Evangelisation ist das, was mir am Herzen liegt, weil ich weiß, dass das passiert. Und ich bin dankbar, dass ich diese Botschaft immer noch rausrufen kann von der Liebe Gottes, der retten will, der immer noch sagt, komm zu mir, komm unter mein Kreuz, lass dich retten. Aber ich muss Menschen auch warnen. Ich muss Menschen auch warnen und ihnen sagen, machst du das nicht, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und der Zorn Gottes bleibt über dir, für alle Ewigkeit. Da gibt es so viele Geschichten in der Bibel. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Der reiche Mann führt ein tolles Leben hier und dann stirbt er eines Tages. Und dann muss er in die Hölle. Da wird schon berichtet, dass er in der Hölle ist. Bei Gott fällt ja die Zeit zusammen. Das dürfen wir auch nie vergessen, wenn wir biblische Texte lesen. Bei Gott ist ja alles schon passiert. Und er ist in der Hölle. Und er versucht ein bisschen Linderung, aber er kriegt keine Linderung. Er bittet, er möchte nur, dass der Lazarus kommt, nur ein bisschen Tropfen Wasser, damit ein bisschen die Schmerzen. Er sagt, nix. Es ist keine Möglichkeit. Du musst leiden für alle Ewigkeit. Und dann sagt der reiche Mann eins, bitte, 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 ich habe so viele Brüder, schick einen runter, der ihn das noch sagt. Warnt davor, dass das passiert. Und sagt er, nein, sie haben die Propheten, und wenn sie denen nicht glauben, also dem Wort Gottes, dann gibt es nichts anderes. Und ihr kriegt auch nichts anderes, die ihr noch nicht im Glauben seid, die ihr nicht Jesus nachfolgt. Als eben nur so ein paar düsige Pastoren, ob mich als düsigen Pastor oder irgendwelche anderen gläubigen Leute, die dir das sagen. Aber das Wort Gottes sagt dir das und warnt dich davor. Da sagen die Leute, das ist doch nur Altes Testament. Zornig ist Gott doch nur im Alten Testament, nicht im Neuen Testament. Bei Jesus war das ganz anders. Ich sage, Leute, lest die Bibel, glaubt nicht dem Mist, den euch irgendwelche Leute sagen, wie es in der Bibel stünde. Das verfälscht der Widersacher immer. Lest in der Bibel, wie Jesus zornig ist, wie er immer wieder einfach seinen Zorn vollstreckt hat. Als er nach Bethsaida, nach Korazin, nach Kapernaum kommt, Städte, wo er die meisten Handlungen getan hat und die nicht zum Glauben kommen, dann verflucht er sie. Und was passiert? Die Städte gibt es heute nicht mehr. Alle drei, fahrt mal nach Israel, könnt ihr sehen, sind nur Ruinen. Unser Herr verflucht sie, wo er keinen Glauben findet halt. Als er einmal zu den Pharisäern kommt und will sie zum Glauben führen, dann haben sie ihr Herz verstockt, dann heißt es in Markus 3, Jesus sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt ihrer verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, streckt deine Hand aus und er macht ein Heilungswunder. Da ist er zornig, als er in den Tempel kommt, da ist er zornig und stößt die Tische um. Dann sagen die Leute, ja, aber das ist ja nur so ein bisschen Zorn, so ganz schlimm ist es dann nicht, hat er nur so ein paar Steine kaputt gemacht. Dann sage ich, ja, dann lest weiter in der Bibel, lest in der Offenbarung. Wenn du nicht gläubig bist und sagst, ja, was der Latzel da erzählt hat, das glaube ich alle gar nicht, dann tu mir einen Gefallen. Heute Abend nach dieser Veranstaltung, ob hier oder wo immer du bist, nimm dir die Bibel, nimm das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung und lies da in dem Kapitel Offenbarung 5 und 6 und lies Offenbarung 15 und 16, diese vier Kapitel, wo die Zornesschalen ausgegossen werden, des Lammes Gottes. Da ist vom Zorn des Lammes, das Lamm ist ja Jesus Christus, der Zorn des Lammes und das da über die Erde kommt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist Klimaerwärmung und Hochwasser und alles Kindergeburtstag. Ein Viertel der Menschheit wird dann sterben, wenn die Reiter gekommen sind, die apokalyptischen Reiter. Das ist furchtbar, was passiert, wenn Gott seinen Zorn ablässt. Und lest in der Bibel, nicht nur im Alten, im Neuen Testament, auch im Alten Testament halt, wie Gott einmal schon mal bis auf 8 Leute bei Noah die ganze Erde ausgetilgt hat. Das ist der Zorn Gottes. Wenn wir den Zorn Gottes nicht ernst nehmen, so wie in der Bibel gesagt ist, dann wird Evangelium zu einer billigen Gnade.
Und dann sagen die Leute, ja, also Herr Latzel, wenn Sie so sprechen, das ist ja schwarze Theologie. Es gibt so einen Begriff schwarze Pädagogik halt nicht, dass man über Angst machen, Leuten was Leute irgendwo reinbringt. So was, was sich die Eltern machen wollen, nicht, dass das Kind in den Keller geht und sagt, ja, unten ist irgendwie ein Loch, da fällst du rein, nicht? Das wäre schwarze Pädagogik. Das hat nichts mit schwarzer Theologie und Pädagogik zu tun. Ich muss Leute warnen vor dem, auf das sie zugehen, weil wenn ich das nicht tue, wisst ihr, da werde ich zur Verantwortung gezogen. In Hesekiel 3 könnt ihr nachlesen, halt, da steht es für die Prediger. Wenn du das Wort ausrichtest an den Ungläubigen und sie dich nicht bekehrt, du aber klar das Wort gesagt hast, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du das Wort nicht klar ausrichtest und er sich nicht bekehrt, werde ich sein Blut von deinen Händen fordern. Deshalb, mir ist das vollkommen egal, ob mich irgendwelche Leute für, was weiß ich, biblizistischen Spinner halten oder sonst irgendwas. Ich muss den Leuten in Klarheit und Wahrheit sagen, das, was in der Bibel steht. Und bitte, das prüft immer nach, was ich sage. Und da steht alles so drin, das könnt ihr mir glauben. Aber bitte, prüft es wirklich genauso nach. Und dann muss ich euch sagen, dass Gott ein zorniger Gott ist. Und ich muss euch davor warnen. Übrigens, in der Welt ist das was ganz Selbstverständliches. Es hat in den 50er Jahren in Amerika von der amerikanischen Zigarettenindustrie Untersuchungen gegeben. Die haben gesagt, na, wie wirkt sich denn das Rauchen auf die Gesundheit? Und da haben die katastrophale Ergebnisse bekommen. Die haben Studien in Auftrag gegeben, haben festgestellt, das macht Lungenkrebs, war schon in 50er, 60er Jahren klar. Ganz große Katastrophe halt. War eindeutig, das ist schlimmes Gift. Aber das hatten die eben als Studien in Auftrag gegeben und haben die nicht veröffentlicht, sondern haben die gesagt, haben die in die Tresore gelegt. Abgeschlossen, reden wir nicht drüber, ist ja nicht gut fürs Geschäft. Und da haben in Amerika einige Leute gegen geklagt, als das klar wurde, oh, die wussten das. Und da hat es 1997 ein Grundsatzurteil gegeben, dass die amerikanische Zigarettenindustrie zu der Rekordstrafe verurteilt worden, höher als das, was VW jetzt kassiert hat, 20 Jahre später. Die sind verurteilt worden zu 367 Milliarden Dollar, die sie bezahlen mussten. Warum? Weil sie den Rauchern verschwiegen hatten, dass Rauchen Krebs macht und tödlich ist. Seitdem müssen wir überall auf die Zigarettenpackung ja die Bilder draufkleben oder kleben die drauf. Nicht alles, muss man sagen, ist ja paradox. Die wollen ihre Klamotten verkaufen, aber gleichzeitig schreiben die drauf, Rauchen tötet und all diese Dinge halt müssen sie machen, weil sie da eben eine Information hatten, die durften sie nicht zurückhalten. Wisst ihr, und ich habe auch eine Information und die hat jeder Christ, jeder, der die Bibel kennt und weiß, wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und da bringt es nichts, um den heißen Brei rumzureden, sondern das musst du einem klar vor die 12 sagen. Und es sind meine Worte, aber ich darf dir wirklich sagen, es ist Gott, der dich jetzt ruft, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, der dir sagt, ohne Jesus bist du verloren. Dann musst du nach den bisschen Jahren, die du hier noch hast, erst ins Totenreich, dann ins Gericht vor dem lebendigen Gott und dann wird der Zorn Gottes über dir bleiben. Du wirst verloren sein für Zeit und Ewigkeit. Aber das möchte Gott nicht, weil er dich lieb hat. Und er möchte dir das ersparen. Der möchte nicht, dass du in dieses Gericht am Ende der Zeiten kommst, sondern er möchte, dass du das abnimmst, was er auf Golgatha für dich getan hat. Und deshalb ruft er dich heute unters Kreuz. Er sagt dir, komm heute zu mir. Übergib dir heute mit mir, Jesus, heute noch dein Leben. Warte nicht länger. Du weißt nicht, ob du noch einen weiteren Tag bekommst. Das kann sein, du gehst heute raus und fällst vor der Tür hier tot um. Nobody knows. Wir wissen nicht, wann der letzte Tag unseres Lebens ist. Wir wollen wissen, wann der Herr uns das Leben geschenkt hat. Aber wann der letzte Tag kommt, das wissen wir alle nicht. Schlimm ist es nur, wenn man stirbt und hat sein Leben Jesus nicht gegeben. Und da möchte ich nochmal ganz eindringlich einladen, bitte, bitte, lasst euch erretten von Jesus Christus. Gebt ihm euer Leben. Wisst ihr, ich sage mal für die Nicht-Wiedergeborenen, die sagen, wieso ist der so eindringlich? Ich mache für euch mal ein Beispiel. Nehmt mal an, ihr habt einen Nachbarn, der hat ein schönes Wohnmobil gekauft und will mit seiner Familie nächsten Morgen nach Italien in Urlaub fahren. Und ihr habt mitbekommen, in der Nacht ist ein Steinmaler gekommen und hat die Bremsleitungen kaputt gefressen. Ganze Bremsflüssigkeit ist ausgelaufen halt. Die Bremsen an dem Auto funktionieren nicht mehr. Und am nächsten Morgen steigt euer Nachbar mit seinen ganzen Leuten ins Wohnmobil ein. Der winkt dir noch und ihr steht jetzt vor dem Wohnmobil. Was macht ihr? Geht er dahin und sagt, lieber Nachbar, du weißt ja, es gibt im Tierreich so ein paar Lebewesen, die können schon Schaden an menschlichen Einrichtungen machen. Da würde er sagen, was soll's denn halt? Ja, weiß ich, Fenster hoch, tschüss, guten Weg. Oder werdet ihr Folgendes machen, stopp, du darfst nicht weiterfahren mit deinem Auto, die Bremsleitungen sind kaputt, du stehst in der Gefahr, einen schweren Unfall zu haben, du wirst vielleicht sterben halt, du darfst nicht weiterfahren, weil ich weiß, deine Bremsleitungen sind zerfressen von dem Steinmarder. Und dann würdest du ihn rauszerren, ihm das zeigen, darauf hinweisen. Und so geht es mir, denen gegenüber, die noch nicht zu Jesus gehören. Ich möchte dir es noch einmal sagen,
Du darfst ohne Jesus nicht weitermachen. Du brauchst ihn. Du musst in das Kreuz kommen, damit du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit. Damit auch du sagen kannst, hey, Sterben ist mein Gewinn. Ich freue mich auf das Leben. Das macht der Heilige Geist dann in dir, auf das, aufs ewige Leben, was kommen wird. Und wir wollen heute Abend Gelegenheit geben, das zu tun. Denjenigen, die noch nicht bei Jesus sind, ihr Leben eben dem Heiland zu geben. Ich lade euch ein, ich werde gleich ein Gebet sprechen, wir werden gleich ein Ruflied hören von dem Chor und nach dem Ruflied werde ich ein Übergabegebet sprechen und zwar hier vorne am Kreuz und ich lade alle ein, die ihr Leben Jesus geben wollen, während des Rufliedes hier vorne hinzukommen und das Kreuz und das öffentlich zu machen, um das zu zeigen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, jawohl, ich will zu Jesus Christus gehören. Aber wenn euch das und wenn noch nicht das Richtige ist, dann ist auch die Möglichkeit, nachher mit Seelsorgern zu sprechen. Auch gleich, da stehen hinten Brüder, die haben alle so weiße Schilder, steht auch Seelsorge drauf. Da könnt ihr das auch machen. Ihr könnt das natürlich auch an den Orten machen, wo jetzt übertragen wird, dass er dort mit den Seelsorgern spricht, dass er da an das Kreuz kommt. Ihr könnt das auch mitsprechen, dieses Gebet, hier in den Rhein. Ihr könnt das auch zu Hause, wo das gestreamt wird, ihr mitbekommt, am Radio mitsprechen, wenn ihr noch nicht bei Jesus seid. Wenn ihr es gläubigen Herzen tut, dann dürft ihr wissen, dass ihr zum Heiland gehört. Und dass ihr keine Angst mehr vor dem Tod zu haben braucht, weil ihr wisst, was passiert, wenn ihr sterbt, nämlich dass ihr dann bei Jesus seid. Ich möchte euch das Gebet einmal vorlesen, was ich mit euch sprechen möchte. Es sind 7 kurze Sätze. Und die würde ich dann hier vorne am Kreuz einzeln sprechen und ihr würdet sie nachsprechen. Und dann dürft ihr wissen, wenn ihr das vom gläubigen Herrn mit gläubigem Herzen tut, dann seid ihr beim Heiland. Dann braucht ihr keine Angst mehr zu haben. Das Gebet lautet wie folgt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und ich öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich von nun an vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Und diejenigen unter euch, die dem Herrn schon gehören, die möchte ich jetzt bitten, wenn wir das Ruflied singen, betet dafür, dass die erreicht werden unter uns, die dem Heiland noch nicht gehören. Wir hören das Ruflied und ich bitte diejenigen, die ihr Leben Jesus geben wollen, unter das Kreuz zu kommen.
möchte noch einmal rufen, hier im Saal, aber auch an den anderen Veranstaltungsorten, wenn du jetzt dein Leben Jesus geben willst, dann komm jetzt unter das Kreuz. Ich möchte das Übergabegebet sprechen und denjenigen, die es gläubigen Herzen mitsprechen können, möchte ich sagen, wenn ihr da das Amen zu findet für euch, dann seid ihr nicht mehr verloren, dann seid ihr nicht mehr in der Finsternis, sondern dann seid ihr Gottes Kinder und müsst den Tod nicht mehr fürchten. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich von nun an vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Wenn du das gläubigen Herzen mitgesprochen hast, dann darf ich dir jetzt gratulieren und dir sagen, von jetzt an bist du ein Gotteskind. Aber wenn du es getan hast, in den Reihen oder wo auch immer, dann möchte ich dir Mut machen. Setz dich mit einem Bruder, mit einer Schwester in Verbindung, weil dann brauchst du Hilfe für die ersten Schritte im Glauben. Und wie das weitergeht, da wird nachher Ulrich Höfs noch etwas zu sagen. Ihr könnt gerne alle noch mal kurz Platz nehmen. Ja, ihr Lieben, wir sind damit auch zum Abschluss dieser zweiten Veranstaltung gekommen und ich hoffe so sehr, dass du auf die Frage, wohin geht es nach dem Tod für dich, jetzt sagen kannst, es geht in den Himmel. Ich habe das ewige Leben mit Jesus Christus, weil ich ein Ja habe zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist unser Wunsch, unser Anliegen für dich. Vielleicht hast du aber noch Fragen, du bist jetzt nicht zum Kreuz gekommen, weil es da noch etwas gibt. Fragen, die dich noch hindern, daran diese Entscheidung zu treffen und du möchtest noch mal darüber reden, kannst du auch ganz, ganz herzlich zurückbleiben. Unser Gesprächs- und Gebetsangebot gilt. Du kannst auf jede Person, auch unten in der Cafeteria gleich, zugehen, die dieses Schild hat, Seelsorger oder Seelsorgerin, da kannst du auch deine Fragen loswerden. Aber besonders möchten wir dich ermutigen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, auch wirklich zurückzubleiben und darüber das Gespräch zu suchen. Für alle, die online dabei sind, auch gerade einzeln am Bildschirm, vielleicht zu Hause im Wohnzimmer, und du hast dieses Gebet mitgebetet und würdest gerne jetzt noch mit jemandem sprechen oder du hast einfach noch Rückfragen zu der Predigt, du kannst dich gerne an unsere Seelsorge-Hotline wenden. Die haben wir extra eingerichtet für diese Themenwoche. Und die Nummer wird jetzt an der Wand auch eingeblendet, aber auch gerade für die Radiohörer möchte ich diese Nummer auch einmal hier vorlesen. Das ist die 0221 292 00070. Ich wiederhole, 0221 292 00070. Bis 21.15 Uhr kannst du gerne auch noch anrufen und freundliche Mitarbeiter und Seelsorger unserer Gemeinde sind gerne für dich da, deine Fragen zu beantworten. Darüber hinaus möchte ich uns alle einladen, die mehr über den christlichen Glauben erfahren wollen oder auch schon Christen sind, aber gestärkt werden wollen in den Grundlagen, auch an unserem Glaubensgrundkurs teilzunehmen. Am 21. April startet hier in der Gemeinde im Untergeschoss der Glaubensgrundkurs, wo es wirklich um das ABC des Christseins geht. Der Kurs verpflichtet zu nichts, da kann man einfach auch mal ganz unverbindlich daran teilnehmen, wenn man Fragen hat. Ab dem 21. April, immer Freitag um 20 Uhr hier im Untergeschoss, aber auch online. Wir bieten immer einen Online-Kurs ein, parallel. Er fängt auch am 21. April um 20 Uhr an. Dazu kann man sich gerne zu beiden Kursen im Sekretariat bei uns auf der Homepage anmelden. Ja, alle, die hier vor Ort sind, lade ich ein, gleich noch in die Cafeteria mit runterzukommen. Im Untergeschoss wollen wir diesen Abend gemeinsam ausklingen lassen. Auf dem Weg in die Cafeteria im Foyer links kommt man auch an einem Büchertisch vorbei. Da gibt es kostenlose christliche Literatur, die sich auch jeder gerne mitnehmen kann. Bevor wir uns hier in Köln und aus Köln verabschieden, möchte ich aber noch sagen, wie es morgen Abend weitergeht. Morgen Abend machen wir weiter
um 19 Uhr mit Pastor Olaf Latzel. Morgen geht es um die Frage, warum gibt es Leid in meinem Leben? Eine wichtige Frage, die wir uns alle irgendwann stellen werden. Warum gibt es dieses Leid in meinem Leben? Vielleicht kennst du Leute, die gerade durch Leid gehen. Lad sie ein für morgen oder schick ihnen den Link, dass sie morgen dabei sind. Vielleicht betrifft es dich selber. So eine wichtige Frage, eine seelsorgerliche Frage letztendlich auch. Komm morgen wieder dazu, um 19 Uhr hier vor Ort in Köln. Und nun möchte ich uns alle abschließend auch noch unter den Segen Gottes stellen. Dazu stehen wir nochmal auf. Und wer möchte, kann seine Hände symbolisch öffnen in den Segen Gottes, den empfangen wir. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch allen einen behüteten Heimweg und einen gesegneten Abend.